Hallo liebe Faultiere und herzlich willkommen zum Thema Grundlagen der Buchführung. Was ist Buchführung und wozu führt man eigentlich Bücher? Buchführung ist jede zeitlich geordnete, systematische Aufzeichnung von bewerteten Geschäftsvorfällen. Alles klar? Nicht? Na gut. Systematisch bedeutet, dass eine vorher festgelegte Ordnung eingehalten wird, was wie aufgezeichnet werden soll. Zeitlich geordnet bedeutet, dass die Geschäftsvorfälle ihrer Reihe nach und regelmäßig nach dem Kalenderdatum aufgezeichnet werden. Bewertet werden Geschäftsvorfälle regelmäßig mit ihrem Gegenwert in Geld. Ausnahmen gibt es zum Beispiel in der Materialbuchführung, denn da wird nach Volumen, Stückzahl oder Gewicht aufgezeichnet. Geschäftsvorfälle können alle für die Unternehmung wichtigen Ereignisse sein, deren Aufzeichnung man sich zum Ziel gesetzt hat. Üblich ist es, Geschäftsvorfälle aufzuzeichnen, die sich auf Teile des Vermögens oder das gesamte Vermögen der Unternehmung beziehen. Mit dem Führen von Büchern will man regelmäßig zwei Zwecke erfüllen. Erstens, den Zweck, Externen einen Überblick über das Unternehmen zu verschaffen, zum Beispiel dem Fiskus, anderen öffentlichen Stellen oder potenziellen Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern, also Externen einen Einblick in die Unternehmung zu gewähren. Für das externe Rechnungswesen gibt es deshalb regelmäßig gesetzliche Bestimmungen. Und zweitens den Zweck, selbst einen Überblick über die Unternehmung zu behalten, zum Beispiel über die Preiskalkulation oder Erfolg oder Misserfolg einer einzelnen Maßnahme. Hier geht es also um das Rechnungswesen zu Steuerungszwecken. Ein Rechnungswesen zu internen Zwecken zu betreiben, unterliegt regelmäßig keinen gesetzlichen Bestimmungen. Und damit reicht's auch schon wieder. Bleibt faul und bis zum nächsten Mal.